Moin Moin und hallo, heute zeige ich euch, wie man ein Geschirrhandtuch, welches ihr gewaschen habt und welches ganz schön knitterig ist nach dem Waschen, auf einer Mangel schön glatt mangeln könnt. Als erstes werden wir die Mangel einschalten. Wir schalten die Mangel auf Leinen bzw. Baumwolle-Leinen ein und warten, bis die Benutztemperatur erreicht ist. Nun, die Temperatur ist erreicht. Wir stellen uns vor die Mangel. Wir legen das Wäschestück auf die Mangel drauf, gerade ziehen. Dann nehmen wir unsere Füße oder einen Fuß und drücken unten die Mangel auf an. Und jetzt drücken wir tiefer, um es einziehen zu lassen. Dabei nehmen wir die Hände und halten noch das Wäschestück schön gerade in der Form. Wenn das Wäschestück nun durchgelaufen ist, jetzt ist das der Fall, können wir die Mangel wieder öffnen, wie ihr seht, haben den Fuß entnommen und sehen ein wunderschön gemangeltes Geschirrhandtuch. Wow, super Ergebnis, toll. So, jetzt haben wir das ja gemangelt. Wenn euch eine Seite nicht genug war, könnt ihr auch noch die andere mangeln. Aber bei uns, also ich finde, von beiden Seiten sieht das wirklich super knitterfrei aus. Deshalb legen wir es direkt zusammen. So, wir schlagen es einmal um, dann schlagen wir es ein weiteres Mal um. Richten es aus. So, jetzt schlagen wir es nochmal um und streichen es schön fest und so kompakt hingelegt. Kommt es jetzt nochmal gleich in die Mangel, damit es etwas kompakter dasteht. So, jetzt sehen wir aber, dass da die umgeschlagene Seite ist. Also drehen wir es nochmal um und legen uns die umgeschlagene Seite nach vorne wieder in die Mangel und gehen das gleiche Prozedere durch. Mit dem Fuß die Mangel aktivieren und eine Runde durchzwiebeln. Weg ist es. Jetzt schauen wir drunter und da kommt es schon an. Und wie ihr seht, ist jetzt es absolut schön flach und direkt auch zusammengefaltet und fertig zum Servieren. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Soon, soon.